Hi, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen bei Theke, Theke. Einem, japanischen, Mythen-Horrorspiel von den guten Leuten von Nix Tales, die generell so Spiele über alte japanische Mythen, über Yokais und Onryos, machen. Eine sogenannte Theke, Theke ist eine, ist der Geist einer, der rachsüchtige Geist einer jungen Dame, die entweder an einem Bahnhof, an einem Bahnsteig Selbstmord begangen hat oder durch einen Unfall starb oder von einem verschmähten Liebhaber auf die Gleise geschubst wurde und von dem anfahrenden Zug halbiert wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwie gerade von der Arbeit kommen, nachts, und an einem Bahnhof sind und dann von einer jungen Dame verfolgt werden. Der Begriff Theke, Theke kommt übrigens von dem Geräusch, was dieser Geist wohl macht, wenn er sich fortbewegt. So, ich starte mal das Game. I haven't heard from Hakaru since he told me that weird story about the Onryo. Theke, Theke. The truth is, since he told me about her, I have some weird nightmares. I'm worried I'm gonna visit him to see if everything is okay. That's a cool build. It's been 3 days now. I need to see if he's alright. I'm coming, Hakaru. Okay, WASD, IE, to interact with objects or to use objects. The open inventory or add examined item to your inventory if it is pickable. Shift, run, control to crouch. Alles klar. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Bin ich ehrlich. Oh, der sieht aber schnieke aus. Also, grafisch nett. Bisschen grüner Matrixfilter, aber ist okay. Oh! Wow! Wow, 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 was geht? Ein Moment. Maus-Sensitivity. Mag ich ja relativ weit hoch, aber das ist gerade ein bisschen, ja, das geht. Ich dachte gerade, da steht, da stand wer. Okay, oh schade, wir können nichts erkennen. Ich wollte auch sagen, wo sind wir denn hier? Sind wir hier in Tokyo? Komplett alleine. Ah. So, Disney. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Warum? Wow, okay, okay, okay. Das ist, ich sehe schon, wir sind ein, sehr, ich sag mal, zierliches japanisches Schulmädchen. Wir können nicht so viel rennen. Muss ich mir irgendwo im Automaten irgendwas kaufen? Irgendein Ticket. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, alles nur Werbung hier, ne? Oder muss ich erst abpieseln? Konbanwa! Okay. Sieht komisch aus. So, ist hier irgendwo offen? Vielleicht bisschen weniger laut, danke. So. Okay, spülen geht nicht. Ja, ist so. Oh,
Ist das laut? Was steht denn da? Keine Ahnung. Ich kann immer noch nicht lesen. Ja, warum bin ich eigentlich so klein? Gerade bis zum Knauf. Wir haben ja schon in Forgotten School gescherzt. Irgendwie, oh ja, hier, japanisches Schulmädchen, japanisches Studentenmädchen. Die bestimmte Usaki, warum wir so klein sind. Aber, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Moin. Der Code vom Spiel oder so, keine Ahnung. Ich dachte, ich muss jetzt wirklich 6 Minuten hier abhängen, bis der Zug geht. Lockt. Okay, ja, was ist denn jetzt? Ich dachte, ich kann hier zum Zug. Der Zug geht. Oder muss ich hier irgendwie irgendwas hochziehen? Geht das nicht? Hätte ich auch komisch gefunden. Oh. Kakui des. Oh. Ja, muss ich mir irgendwie. Okane tarinai yo. I have no change. I have no change, but I must drive the train. Ist das neue Spiel hier, oder was? Muss ich Kleingeld finden? Kleingeld auf dem Klo? Screwdriver. Can be used for screwing and unscrewing. Press inventory button to add this to your inventory. E? Nee. I. Okay, ich muss eine Flair finden, Ich muss eine Sicherung finden, alles klar. Frage ist nur wo. Was soll ich denn tun, wenn die mit mir reden würde, mir irgendwie sagen würde, ah, ja, dies und das und jenes, das soll ich tun. Ah, so das gar. Dann könnte ich da ja auch irgendwas. Okane tarinai yo. Ist das jetzt, ist das was ich tun muss? Machen das jetzt japanische Schulmädchen so? Screwdrivern? Okane tarinai yo. Ja, ist ja gut. Okay, hier ist was grün. Da könnte ich irgendwas machen, aber ich weiß nicht, was. Kann ich hier rausziehen? Also ich muss sagen, der größte Horror hier gerade ist das, was ich hier veranstalte. Ich sehe deinen fucking Ernst. Warum? Ich dachte, der Zug küt. Warum ist meine erste Reaktion, okay, ich breche jetzt irgendwie in dem Häuschen vom Hausmeister ein und gehe dadurch aufs Männerklo? Ich weiß, ich dachte, wir spielen japanisches Horrorspiel, aber ich wusste nicht, dass es so japanisch wird. Okay, muss ein paar Mal gegendumsen. Okay, jetzt wird wieder laut. Habe ich hier irgendwann, mit dem ich fungieren kann? Ah! Eine Fuse. Ich habe diese Box einfach nicht gesehen, ne? Bin ich ehrlich. Muss ich hier schon wieder zusammenschneiden. Ich merke das schon. Und die Fuse aus der Hose in den Schrank. Okay. Du bist hier nachts nach der Schule erstmal zum Heimwerker. Nur mal Läste. Ich will doch nur zum Hackerlu. Hackerlu. I should check the map. Was ist die Map? Mausige Kürhasen an der Kette. Konnichiwa. Oni-san. Konnichiwa. Konbanwa. Und das ist der Sound, den ich dachte. Dieses TK, dass das halt irgendwie mit dem Sound zu tun hatte. Oh mein Gott, ich liebe Japanisch. Schreibt wie das. War gerade sehr hell da drin. Das heißt,
Ich meinte damit nicht, dass es dunkel sein soll. Okay, sie ist es. Ist Inventory. Okay, kann ich das jetzt einfach... Ah! Kakuides! Außer wieder mehr... Mehr Vokabeln lernen, damit ich mal mehr Sachen sagen kann, außer... Akkarusa! Ganbanwa! Wo genki deska? Ei, genki des. Ich glaube, das Haus habe ich schon mal bei Pandoria gesehen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein. Es wird in ein paar Horrorspielen verwendet. Das ist so ein Unity Asset House. Wo war das? Ich glaube, als er sich über Hausparty lustig gemacht hat, glaube ich. Ich habe gerade Schinken gelesen. Schinken! Hammu! Hamburger! Shisu Hamburger? Möchten Sie einen... Ah! Na? Habt ihr Lust? Bolter? Ist ganz frisch im Angebot. Ah, leg mich, Dessert, muss das sein. Kostet nur 800 Yen. Meine Fresse, ich krieg die Krise. Du Scheißteil! Hakaru, ire no? Akete! Nan nano kore? Koko wa doko? Hakari? Iya, chigau. Hakari wake ga nai. Koko wa honmono no sekai ja nai. Omae ga koko ni iru aza ga nai. Douyu imi, Hakaru? ちゃんと説明して。この世界はまるで違う次元にいるんだ。もしお前が本当に明かりだったら、聞いて、俺たちはもうおしまいだ。彼女から逃げ道なんてない。俺たちはとっくに彼女のテリトリーにいるんだ。何言ってんの？ドア開けて、ここから逃げようよ。Ja. Schnucki ist ein bisschen laut. Omae mo kanojo kamoshire nai. Hakari no seigaku o mane shiteru. Hakuma da. Masu, omae ga Hakari datte shoumei shiro yo. Ich soll dir zeigen, dass ich Hakari bin. Wie mach ich das denn? Hoffentlich nicht auf irgendeine abgefuckte Scheiße. Okay, einen Doorstop haben wir bekommen. Vermutlich irgendwas, was er benutzen könnte, damit man... Damit wir irgendwas von draußen nicht reinlassen können. Okay, ich guck mir mal eben alles an, was wir hier irgendwie haben können. Die Tür können wir auf jeden Fall nicht aufmachen. Die können wir auch noch nicht aufmachen. Ja, soll ich dir die Lasagne hochbringen? Weiß er dann, dass ich es bin? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß nicht, was haben wir denn für eine Beziehung? Abgesehen von, keine Ahnung. Klassenkameraden. Inventory. Ich hab den Doorstop. Warum ist da so viel Text? Also auch wenn ich jetzt Hiragana und Katakana könnte ich das trotzdem noch nicht vorlesen, weil ich habe keine Ahnung von Kanji. Ich kann keine Kanji lesen. Ich habe leider aber auch nicht so viel Zeit... damit zu beschäftigen, wie ich eigentlich wollen würde. Ich bin gerade am überlegen, ob vielleicht ist er ja schon tot und hier drunter. Und das ist der Geist hier drin.
Okay, dann nicht. Oh, unangenehm. Sehr unangenehm. Okay, hier können wir auf jeden Fall nicht raus. Oh oh. Okay, ich wollte gerade sagen, hoppala, ich habe das Spiel kaputt gemacht, ich habe mich festgebackt. Ich glaube, ich solle nicht hier draußen sein. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Nee, keine Ahnung, einige Spiele sind ja so gemacht, irgendwie nach dem Motto, ja, das spielen ja in erster Linie Japaner. Also ist es ja klar, die kennen die Mythen ja, dass du hier irgendwie, wenn du so einen Teke-Teke-Geist hast, da musst du irgendwie auf Klo gehen und hier diese so Schutzzeichen am besten entfernen und mitnehmen. Aber so jetzt mal als Beispiel genannt, aber wir kennen das ja nicht, wir wissen das hier nicht, wir haben keine Ahnung. Bin ich da draußen rumgelopen und alles für nichts. Ich meine, die Umgebung ist cool gemacht. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Die Grafik ist relativ nett. Okay. Es ist so ein bisschen, so ein Acid-Flip, so ein bisschen. Aber das gebe ich den Leuten halt immer so. Du kannst halt nicht, wenn du gerade frisch anfängst, irgendwie ein Spiel zu entwickeln, dein erstes Game. Nicht jeder hat die Zeit und nicht jeder kann von Grund auf im Alleingang ein Game entwickeln, so wie hier. So, ich könnte jetzt auch nicht hier so ein krasses Haus entwerfen. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, gebe mir Bauteile wie in den Sims oder so, dann könnte ich ja so ein bisschen rumfummeln und bestimmt irgendwas Interessantes kreieren, aber not on the go. Habe ich hier irgendwas übersehen? I am a meat hammer. Gut übersetzt. Tuna. A can of tuna. Ja, ich denke mal, dass da stand irgendwie Fleischhammer dis. Also Fleischhammer und dann das Verb für sein. Genau wie wenn ich sage Kakui dis, heißt das das ist cool. Oder cool sein. Quasi. Weil japanische Grammatik ist ein bisschen strange, sage ich jetzt mal. Kann ich hier... Komm her, hier. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Mit Fleisch haben wir in die Fresse hauen. Ich hab Thunfisch. Wirklich raus wie ein Kätzchen. Ich hab doch keine Ahnung. Geh mir nicht auf den Sack. Das geheime Klo nach Narnia oder was? Hätte ich eine Tür geöffnet. Ey, ich muss das Ding doch mit irgendwas aufmachen. Ich muss irgendwie hier rein und dann von der anderen Seite irgendwie dahin. Aber ich weiß nicht, wie. Ich mache das jetzt mal so. Ich mache nochmal ein Pieselpäuschen. Guck in der Zeit mal eben nach, was wir tun sollen. Und dann, ja. Machen wir das. Bis gleich. Juhu, da bin ich wieder. Und ich hasse alles. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Was muss man denn machen? Die Idee war schon richtig. Wir müssen allerdings erst den Türstopper nehmen, den hier oben reinmachen und damit den Fleischhammer oben draufhauen. Schön. Und jetzt haben wir hier ein Bild. Was hier auch nochmal ist. Ist aus dem Brief. I read that after she got run over by a train, she died a slow, painful death. She even managed to crawl some distance away from the tracks. After some time, as she was slowly fading away, she noticed some cats approaching her. The cats started feasting on her dying body. All she could do is scream and wait for her death. Alter. Nicht gerade angenehm. A picture displaying me in Hakaru. Lass mich mal in Ruhe.
mein lieber Hakaru. Ja, die Frage ist, war so ein kleiner Schrein mit einem Brief und einem Bild von uns. Sind wir vielleicht tot? Was war das mit der Show? Hakaru, modorte kite. Bett. Bin, glaube ich, durch die Decke gefallen. Was ist denn mit dem Licht? Der Lichtstrahl wird immer größer. Ich bin irgendwie durch den Boden gefallen, scheinbar. Alles klar, was liegt denn hier? I don't feel safe in my house ever since I heard about the Onryo. I know it's weird, but I feel much safer in the old mansion down the block. It calms me. I kind of made it my second home. This is the abandoned mansion. I'm going to follow and find Hakaru. Alles klar, okay. Ja, natürlich. Hier fühle ich mich auch much more safe. Holy shit. Ey, ganz ehrlich, das hier erinnert mich irgendwie an dieses, wie ist das Spiel? Akamanto. Roter Mantel. Auch ein Spiel von Schillers Art. Die ganze Zeit von so einem schreienden Dämon verfolgt wirst. Ah. Ja, alles klar. Also hier gehe ich auf jeden Fall hin. Mit den ganzen, mit den ganzen Siegeln drauf. Das tue ich gerne. Ein Brief. My grandfather told me that the second floor was always off limits. He would lock the door and hide the key in various places, such as in a cushion or in walls. I sneaked my way up there a lot of times, but it was just a normal house. I don't understand why he wouldn't allow me to go up there. Incense stick. Den nehmen wir mit. Weiß nicht, wie viele. Piece of. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das die tatsächliche Übersetzung ist. So ein ellenlanger Text und dann steht auf Englisch übersetzt, oh, a piece of metal. Und keine Ahnung, vermutlich ist da die halbe Ahnengeschichte irgendwie. Sharpener. It's a tool used to sharpen other tools like knives, axes, or even stone-made tools. Okay, kann ich, okay, sharp metal. A sharp metal that can be used to cut through various objects. Okay, lass mich raten. Ich kann vermutlich jetzt hier durch, oder? Geht das? Ich muss sagen, das Spiel ist tatsächlich relativ nett gemacht. Also das gefällt mir. Das ist relativ solide. Auch wenn mich das am Anfang mit dem... mit dem Türstopper ein, und dem Keil ein wenig... also dem Keil und dem
Teil dem Hammer ein wenig genervt hat, da bin ich ehrlich. Ja, okay, wir gehen mal hoch in den... Das ist, glaube ich, jetzt der verbotene Stock, ne? Alles rot. Schimatteru. It's locked. Oder müssen wir hier auf der rechten Seite die Siegel zerschneiden? Weiß nicht. Okay, das heißt irgendwo hier noch so ein Inzensstäbchen. 6,5 Stunden später. Ja. Ich bin halt da wegen blöd. Okay. Grün. Da stand der da mitten in der... Mitten im Dreck. Yay. Darf ich jetzt rein? Okay, die Siegel sind weg. Will ich hier rein? Warum bin ich hier rein? Achso, okay, ich wollte sagen, was sehe ich eigentlich immer an der Seite? Ich sehe immer so ein Flimmern an der Seite, ne? Aber nur auf der linken Seite. Schön, ich lese mal, ne? One cold winter day, a woman was hit by an ongoing train, which sliced her in two at the waist. Lying in the cold, she died a horrific death. Those who hear this story are visited within 3 days by a legless woman and wishlessly murdered. Will hear her crawling towards you. Teke, teke, teke. Wir hören jetzt. Aber wenn der das hier, wenn der hier das Ding hat und schon schreibt, die Leute, die das hören, sterben. Warum erzählt er das uns? Seiner, ja, scheinbar besten Schulfreundin. Ah! Okay. Ja, second floor. Für den ersten Stock. Also ich dachte, vielleicht ist das ja irgendwie so eine Geschichte von wegen, ja, wie bei dem Video hier von The Ring, du musst es anderen Leuten erzählen, damit das überspringt, der Fluch oder so. Bist du die Theke-Theke-Frau? Wenn die sich einfach nur im Kreis bewegt, ist das ja easy. Sollte zumindest easy sein, aber... Ich dachte jetzt, uns robbt hier gleich wirklich irgendwas hinterher oder so und ist richtig gefährlich und... Das wirkt seltsam. Vor allem, ich höre gerade nicht irgendwas hinter mir oder irgendwas in meiner Nähe Theke-Theke machen. Ich höre ein... Mehr nicht. Der Mann mit seinen Laseraugen. Flog über mich hinweg und hat einen Krankenwagen zur Explosion gebracht. Oder kommst du jetzt hinüber, geteket, oder was machst du? Ein bisschen, ne? Aber ich muss sagen, irgendwie ist der Horroraspekt jetzt gerade so ein bisschen flöten gegangen. Das wirkt eher ein bisschen seltsam. Aber okay, schön. Wir machen es auf jeden Fall zu Ende.
私が誰か分かったでしょ。何が起こってるかなんて知ってるはず。ファスマネタス数日前にお友達から都市伝説の話聞いたでしょ。私の名前はカシマレイコよ。まあテケテケっていう私の片割れの方を知ってるのかもだけど、心配ないわよ。何にもしないから、ただ静かに休みたいだけなの。テケテケのせいでできないことなんだけど、片割れのあの子は私の中の怒りの部分なの。あの子、この世界を離れたくないんですって。あれが見つかるまで。あれって何？あの子の足よ。あの子に足がついて、もうテケテケじゃなくってカシマレイコって認めてもらえるまでよ。どうやってあげればいいの？外に小屋があるわ。Okay. An sich gesehen ist das ja nett, aber alter Schwede, ich hab grad so zusammengezogen. Ich hatte hier direkt neben meiner rechten Hand an der Maus stand meine Tasse. Ich hab die Tasse gerade fast runtergeschubst, ey. Piece of paper. It's a piece of paper with a name written on it. Kashima Reiko. Nehme ich mit. Hab ich mich da verrissen? Ja, tut doch keine Not. ドアの間にろうそくが挟まってる。どうにか取らなくちゃ。あや。ボー、vor allem die, wenn die anfängt rumzuquieke, die ist laut. Oh nö! Irgendwo hier ist Incense. Alles klar. Warum sieht die eigentlich nicht aus wie in ihrer anderen Form? Die gehen auf den Sack. Oh, die süße Feuerzeug. Ach, wie schön. Ja, das nehme ich ja gerne. Der hat einen ganz kleinen Moment geflogen. Ach, das magische fliegende Schulmädchen. Zündet Sachen an. Okay. Okay, nee, da ist noch was anderes. As I found out, she was a high school teacher. A young student fell in love with her and one night he followed her to the train station. She knew about the student's obsession over her when she saw him following her. All the way to the train station in the middle of the night, she got scared. So scared that she accidentally fell on the tracks. The student being the only one there ran away, eigentlich? Because of that rumor has it that she mostly kills young male students. Okay. Da musst du jetzt näher kommen. Ah! Okay. Wirklich, ich versuche dir zu helfen, das weißt du schon, ne? Okay, ich muss sagen, dieses Pitch-Patch von der, das ist schon, okay, das ist schon so ein bisschen lächerlich, wenn die dann irgendwie patsch, 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 patsch. Das klingt auch nicht wie Teke, Teke, das klingt wie patsch, 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 patsch. Wenn die dann so hui an dir vorbeispringt, um dich zu killen. Das wirkt nicht, also ganz ehrlich, dieses ich flieg dir ins Gesicht hat mich eben tatsächlich fast gekillt, aber das hat mich eher erschrecken lassen, als was immer das hier gerade ist. Eins. Ichiban. Okay. Yay. Okay, ich habe keine Ahnung, was mit Schlüssel und rechts. Was das soll. Die Dame ist eigentlich von Haus aus so tiefer gelegt, die müsste mich eigentlich sehen können. Permanent. Ah! I've noticed another spirit around here. It's a woman, a tall, beautiful woman. Every time I see her, it's like she feels trapped here.
Just like me, but she isn't human. I can feel it. Was hat der Opa denn hier Ochi-san, Ochi-chan, was hast du denn mit den halbierten Damen gemacht? Sag mal. Ja, was liegt denn hier? Gi. Ja, mit den Initialen links drauf. Toll. Na egal, wir haben es jetzt. So, hier müssen wir ran. Ich bin halt blöd, deswegen. So. Einmal rechts. Einmal links. Und da haben wir das Duftstäbchen. Hallo? Links? Mein Hühne, Mutti kommt. Beeil dich. Kommt die wieder an mit Oishi, Oishi. Lecker, lecker. Lecker Bein. Ja, spring die Treppe runter, das ist okay. Ich meine, du hast einen Geist hinter dir, ist verständlich. Nick, wir raus ins Gartenhaus. Okay, das sieht wieder sehr cool aus, aber ich glaube, die kommt uns doch jetzt auch hier hinterher getegelt, oder? Schimatteru. Lol, ich kann hier wirklich rund. Alles klar, okay, ich war mir gerade unsicher. Korega kanoju ga itteta koya? Korega osonai yo no table poi ne. Offering table. Wieso Offering Tables empty? Ich wollte die Kerze anmachen. Ah, Torschlüssel. Ah, alles klar. Oh, lass mich raten. Wir haben doch. Oh nein. Müssen wir jetzt die Katze anlocken und die töten? Weil wir haben den Thunfisch noch. Ah, die Gleise. Ah, okay. Lass ein Stück zurückgehen. Neko-san. It's a cute cat. I wonder if I can feed her something. Ja, ich hab doch... Ey, von da hinten kommt doch gleich der Zug, oder? Okay, die steht da jetzt. Hab ich irgendwo ein Messer übersehen oder so? Oder ein spitzes Rohr? Ich weiß nicht, vielleicht so eine Ritualklinge oder so. Vielleicht liegt hier irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Warum fällt dir das jetzt auf? Oder soll das so? Ich weiß es nicht. Hier unten liegt kein Messer. Ich glaube, wir sollen hier unten gar nicht hin, ne? Das ist, glaube ich, einfach nur Deko-zwecksmäßig da. Okay, irgendwas wie eine Ritualklinge haben wir nicht. Du brummst vor dich hin. Die Katze hilft mir! Das neutrale Ending! Was? The offering failed, but the cat saved you. Teke Teke is still alive, but you ran away. Okay. Okay. Was hätte ich denn? Hätte ich den Körper von unserem Freund dahinlegen sollen? Ich dachte, ich muss irgendwas mit der Katze machen, aber nein, okay, die Katze. Schön, okay. Ich dachte, wir sollen die Katze opfern, weil die Katze die Feinde von der sind oder so.
Okay, ja, das war jetzt mein Durchlauf von Theke Theke. Das war jetzt zum Schluss dann doch ein bisschen hart fail. Aber er kennt es von mir ja nicht anders. Schön. Boah, ey, ich glaube, wir haben jetzt an Theke Theke tatsächlich länger gebraucht an Games am Stück jetzt als an allen anderen, weil das Spiel war. Uff, das hat einer auf jeden Fall nicht an die Hand genommen. Das war ein bisschen strange. Aber es war das erste Spiel von denen, von Nixtails. Deswegen. War okay. Ich habe mich an der einen Stelle übelst krass erschrocken. Mein Auge zuckt, wenn ich nur dran zurückdenke. Ja, der Rest war okay gemacht, aber mehr gewollt als gekonnt. Aber ist trotzdem noch so, ich gebe dir mal so eine befriedigend Minus. Befriedigend Minus. Weil dieser fliegende Körper von dem Jungen, der da rumgeflogen ist, der war ein bisschen komisch und ja, Madame sah aus wie, als würde sie durch die Bratpfanne robben und dann, wenn die dich angreifen, machst du mal eben hup und wendest mal eben den Pfannkuchen, wie die da so hui zur Seite sprang. Aber ist okay. Ich dachte, jetzt bei den Gleisen vielleicht ein bisschen weiter langlaufen irgendwo hin, dass da irgendwo, keine Ahnung, irgendwo Meta liegt, ich weiß es nicht. Ich konnte, Neko-San konnte ich nicht hochlebe Neko-San, er hat mich gerettet, aber ich konnte Neko-San nicht hochheben und irgendwie zum Offering-Table bringen. Vielleicht hätte ich auch irgendwie den Körper oder die Beine von, aber das wären ja nicht ihre Beine gewesen. Wir sollten nur ihre Beine holen. Wo wären denn ihre Beine gewesen? Ich weiß nicht. Ich konnte das Spiel auf jeden Fall nur durchspielen durch ein Video, wo ich zwischendurch mal geguckt habe, was muss ich denn jetzt tun? Es begann schon beim Fußkeil und dem Fleischhammer. Weil ich nicht gedacht hätte, dass ich das damit machen muss. Aber okay. War ein wenig seltsam. Aber schön, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde das Ganze hier schön zusammenschneiden, damit ihr nicht irgendwie 1,5 Stunden vor dem Kram gucken müsst. Ich hoffe, ihr fandet es auch, die Story eigentlich ganz gut. Das Gameplay eher so ein bisschen amüsant wie ich. Deswegen, wie gesagt, so eine 3-. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt 3+, aber weil das halt, ich bin ja einmal irgendwie durch den Boden gefallen in der einen Cutscene und einmal hatte ich mich da hinten irgendwie festgehakt. Es wirkte dadurch dann doch ein bisschen negativer, als es hätte sein können. Aber ist okay. Ich habe gesehen, in dem Video von dem Typen, da war so gut wie in dem Haus da vorne, so gut wie jeder Schrank irgendwie durch die Wand geglitscht. Zum Glück war da nichts drin, wo er ran musste, weil er hätte es nicht nehmen können, weil du machst den Schrank auf und das Wand. Aber okay, gut. Ja, an der Stelle, ich sag auch hier, wie immer, danke, dass ihr dabei wart und ich mache jetzt hier auch Zapfenstreich im Stream. Wir haben nämlich irgendwie, wir haben Viertel nach zwölf. Ich gehe jetzt gleich pennen. Alles klar, dann wie immer an der Stelle, danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Ciao.